Herbert Feuerstein! Nur ein Scherz. Ich bin nicht gegen Pocken geimpft. I'm not sehr vaccinated gut. Against sehr, the pox, sehr, smallpox. Sehr ja? Gut. I'm not ja. Vaccinated against smallpox. Ah, he's a pickpocket? Ich habe Durchfall. Are you ready, Roy? I am ready. Look at the weiße Tiger. Das war's für heute. Das Kind war tot. Dies ist eine Premiere. Sofern ich weiß, hat Herbert Feuerstein noch nie ein Filmteam zu sich nach Hause eingeladen. Es ist das erste Mal, dass man sieht, wo und wie Herbert Feuerstein lebt. Erwache ich jetzt? Ja. Aber ich bin tot, ne? Ja. Ich muss erst mal gucken, ob ich das Kleid ruiniert habe. O Trostesbringer, wo ist mein Gemahl? Wo ist mein Romeo? Was ist das hier? Ein Becher, festgeklemmt in meines trauten Hand? Gift, sehe ich, war sein Ende vor der Zeit. O Böser, alles zu trinken, keinen gütigen Tropfen mir zu gönnen, der mich zu dir brächt? Ach, da bist du. Ich hab's sogar. Hallo, Herr. Die ganze Zeit schon. Schön, dass du da bist. Gibst du mir einen Handkuss? Ich möchte dich auch umarmen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr ja? Gern. Mhm. Schön, dass du es wahrnehmen konntest. Mhm. Lass mich deine Jacke abnehmen. Gerne. So. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. Komm, deine Jacke bitte. Sag mal, das hier ist dein echtes Haus? Eigentlich schon, ja. Hast du da irgendwelche Zweifel oder so? Nein, aber es gibt doch Prominente, die behaupten, in ihrem eigenen Haus zu kochen. Ja. Für irgendeine Sendung. Und es ist dann gar nicht ihr Haus oder gar nicht ihre Wohnung, gar nicht ihre Küche. Nee, das ist alles ist deins. Aber jetzt, wo du das sagst, kriege ich meine Zweifel. Ne? Okay. Du, wir waren ja mal Nachbarn, das weißt du schon. Ja, in der Nacht, und zwar sogar zweimal. Ne? Ja, ich weiß. Da warst du ein bisschen sauer auf mich an irgendeiner Stelle, weil ich nicht genug dich beachtet habe als Nachbarin. Weißt du noch? Das gibt's also auch im Original auf Englisch. Magst du es sagen? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Ach so. For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo. Tosender Applaus, oder? Naja, das hört ja niemand. Ach so. War ich als Filmnachbarin sauer oder als ich privat? Sag mal, das ist... Achso, nee, weil ich habe kein Kleiderhaken frei. Das sind wahnsinnig kleine Schuhe. Das sind nicht meine, das sind die Pantoffeln von Grit, die ist heute nicht da, die hat zu arbeiten. Von deiner Frau? Ja, irgendjemand muss ja auch... Die hat kleinere Füße als ich. Ne? Wir brauchen etwa so eine gute Minute davon, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber die ersten 45 Sekunden würde ich frei stehen lassen, bis dann der Text weitergeht. Ich kann Ihnen ein Zeichen sagen, wann, wie lang die Musik sein soll. Soll ich ein Zeichen geben? Das sehe ich nicht. Haben
schmeißen Sie jetzt die falsche CD mit ein? Ich habe natürlich die richtige, weil ich weiß, was Sie meinen. Sehen Sie, das wusste ich. Und deswegen habe ich... Es war eigentlich nur ein Versuch, ein Test. Reingefallen. Das war jetzt natürlich ein Scherz. Bach im Hollywood-Format. Aber schließlich muss ich das Gerücht aufrechterhalten, ich sei ein lustiger Mensch. Oder dachten Sie im Ernst, dass ich meinen Nachruf so pathetisch anfange? Ich bitte Sie. Ich, ein bekennendes Nichts in einem 13,5 Milliarden Jahre alten Nichts. Irrtümlich auch Universum genannt, obwohl nichts daran einzigartig ist, sondern rundherum auch noch die Unendlichkeit brodelt, samt ihren Myriaden von Paralleluniversen. Ich will nicht lang drumherum reden, ich bin jetzt tot und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden das eines Tages auch sein. Als wir Nachbarn waren, da war ich wirklich, das müssen wir besprechen. Ja? Jetzt viele Jahre später, ich war niemals sauer auf dich, nie. Nein, nicht sauer, sondern irgendwie, du hast dann so mehrfach angemahnt, wann kommst du endlich dran oder so Sachen. Ja? Also das mag ich. Ich weiß dir. Warum, weil nein, weil, ich glaube, weil ich dafür... bezahlt wurde und dachte, das sei doch total unsinnig, mich da in diese Nachbarwohnung zu pflanzen im Rahmen dieser Feuersteinsnächte und mich dann nicht auszunutzen. Ich wurde auch bezahlt und es ist meine Sendung gewesen und deswegen mussten dann andere Leute manchmal auch warten. Ich brauche jetzt mal eine Minute für mich. Ja, hast du noch einen Knochen? Wenn du willst. Keine Lust mehr. Er käme mir aus dem Herzen. Ein Knochen für dich. Stefan, bist du denn noch da? Hallo, ja. Wie schön. Ich bin hier. Du hast... sind das deine Hunde, die zwei? Ja, das sind meine. Können wir die mal ein bisschen näher sehen? Das sind ja ganz tolle Dinge. Was sind das? Ja, das sind Neufundländer. Neufundländer, wie heißen die? Die heißen... Der Schwarze ist Artus und der Braune heißt Lancelot. Aha. Ich nenne sie aber immer Tussi und Lotti. Tussi und Lotti. Leider sehe ich jetzt nur dich auf meinem Bild. Ah, jetzt haben wir sie. Wer ist Tussi, der Dunkle? Oder? Der Schwarze ist Artus und der Braune ist Lancelot. Das sind Brüder. Ich muss kochen. Danke. Ich muss gucken, dass die Kinder rechtzeitig rauskommen zur Danke. Schule. Ich muss für dich einiges organisieren. Montag ist ein harter Tag für dich. Das ist eigentlich so hart. Ich habe jetzt aber auch lange gewartet. Ich mache die Sachen, die abgesprochen sind. Ich kümmere mich um die Einkäufe. Danke. Morgen. Ich gehe auf den Wochenmarkt. Was kann ich für dich tun? Ich kann für dich einkaufen gehen morgen. Ich habe auch Gefühle. Was hältst du davon, wenn ich für dich zwitschern lasse? Ach komm, das ist doch... Wenn, dann musst du doch die Nachtigallnummer machen. Also wenn wir hier Romeo und Julia spielen, dann auch richtig. Dann lass doch mal die... Hör zu, das ist die Nachtigall. Gesagt, dass ich ein großer Anhänger bin von der gelben Zelle und dass ich diese neuen Zellen überhaupt nicht schön finde, da diese roten und grauen. Ne? Kinder, warum mache ich sowas? Schnarchstück. Das ist gut. Das sind nur zwei Zeilen. Schnarchstück. Höre ein paar Leuten beim Schnarchen zu, bis es dämmert. Ja. Das mache ich. Hoffentlich denkst du nicht zu sehr. Die neun Leben des Herrn F. heißt meine Autobiografie, aber nicht, weil ich mich wie eine Katze fühlte, die sich bekanntlich durch neun Leben schnurren muss. Katzen zählen auch gar nicht zu meinen Favoriten. Eher schon Mistkäfer, jedenfalls in meiner Zeit im Fernsehen. Mein Buch enthält aber tatsächlich neun verschiedene Leben, jedes davon mit Ortswechseln und Neuanfang, samt dem damit verbundenen Verlust an Bindungen und alten Freundschaften. Ich muss ja wirklich sagen, ohne dich gäbe es keine Late Night in Deutschland.
Ich wusste nicht, was Late Night ist. Du kanntest das. Du kanntest Letterman. Du hast sozusagen mich aufs Gleis gesetzt. Und das ist eigentlich zwei große künstlerische Verdienste. Das erste, die Late Night, durch dich etabliert. Und Mad, wie ich von dir gelernt habe, mit dem weichen D. Magst du das nicht für einen Nachruf aufheben? Wieso? Ja, nein, das klingt jetzt so irgendwie Ist der Nachruf, dann hat man es. Wenn du jetzt, sagen wir mal, angenommen hast, weißt du, das ist doch jetzt in einer tollen Atmo. Sonst, du weißt doch, im Regen, in der Fußgängerzone, was halten Sie von Feuerstein? Ihr wollt das dann reinschneiden, Rückschau auf Feuerstein. Ich glaube, dass du mittlerweile 1,30 Nachruf kriegst. Ich erinnere mich an viele Szenen der Jahre 1941 und 42 als Vier- und als Fünfjähriger. Wir waren in die Eckelvilla umgezogen. Ein damals aufregend moderner Flachbau in idyllischer Hanglage am Dorfrand von Bischofshofen. Sichtbarer Beweis für die Klimmzüge meines Vaters auf der Nazi-Karriereleiter. Er bezog sein Gehalt zwar immer noch von der Eisenbahn, war aber jetzt Kreisgeschäftsführer der örtlichen NSDAP und damit Stellvertreter des Kreisleiters. Nur ein Ehrenamt, wie er immer wieder betonte. Auch noch zwei Jahrzehnte später, als es lang schon keine Ehre mehr war. Weißt du denn noch überhaupt, wie... Sollen wir mal so chronologisch vorgehen, dass ich sage, du wurdest also 1937 geboren in Zell am See. Du möchtest wie war das? Den Nachruf ersparen. Nein, ich wollte jetzt gerade einen Gedanken noch aufgreifen, weil du hast vorher mir gegenüber mal behauptet, es wäre denkbar, dass Hitler dein Vater ist. Andersrum, Salzburg ist ganz nahe Obersalzberg und von unserem Balkon aus konnte man da irgendwie eine genetische Verbindung herstellen zum Ursalzberg. Und ich habe da schon lange Zeit gefürchtet. Ich habe dann aber doch erfahren, dass Hitler wahrscheinlich impotent war. Und, lieber Herbert, du wurdest 1937 in Zell am See geboren. Und dann ging es sehr, sehr schnell hier nach Salzburg, in die Nussdorfer Straße. Denn hier ist sozusagen dein Elternhaus. Ja. Ist das richtig? Da habe ich fast so 20 Jahre gelebt, ne? Erkennst du es wieder? Es hat sich wahnsinnig verändert. Komm, lass uns rübergehen. Erkennst du es wieder? Ich erkenne es eigentlich nicht wieder, weil da vorne etwas ist, was es vorher überhaupt nicht gab. Ja? Und ich habe eigentlich überhaupt keine Lust reinzugehen, weißt du das? Was erkennst du noch? Untersberger Marmor. Was erkennst du noch wieder oder auch eben nicht wieder? Ja, sonst eigentlich nichts. Also dieser ganze Vorbau, der war überhaupt nicht da. Weißt du, wo ich gewohnt habe, so in der letzten Zeit, in der Studentenzeit? Ja? Da oben, ne? Zweiten Stock, und zwar das linke Fenster da. Das linke war dein Zimmer? Das war mein Zimmer. Das hast du dir geteilt oder war das dein eigenes Zimmer? Nein, das war mein eigenes Zimmer. Aber du hast noch Geschwister, die... In der letzten Zeit hatte ich sogar beide Zimmer. Hier war mein Musikzimmer, da mit Klavier und einem Spiegel davor, damit ich sehen konnte, was ich da mache. Und hier drin stand mein Schreibtisch und mein Bett und da habe ich da irgendwie gewohnt, ne? Sag mal. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Man kann ja nicht, wenn man... Du hast im Leben... Team, nein. Ne? Das ist nicht von dir. Ich glaube, dass du weder kochen kannst noch backen kannst. Das hat alles deine Frau Grit gemacht. Sie hat überhaupt nichts gemacht. Das habe ich gekauft heute. Also gut gemacht, auch Herbert. Auch gekauft und so. Ne? Sag mal bitte, bist du ein Küchenmensch? Stehst du gerne in der Küche rum und hilfst oder magst du das nicht? Ja, aber ich bin eher so für die niederen Dienste. Ich gelte als bei uns in der Arbeitsteilung als die Kaltmamsell. Also ich bin absoluter Spezialist für die Salate. Und wenn ich dir zeigen darf... Wichtigste sind, interessant gebaut hier. Ja, ist ein bisschen komisch. Hier sind die ganzen Essige, die überhaupt das Wichtigste sind für mich. Und ich habe sehr viele, ich kann dir das mal alle hier rausstellen, ja, zeig mal. Sehr, sehr viele Essige, immer auch so Probieressige und so Sachen. Ich muss jetzt sagen, ich bin eine Anbeterin von Ihnen. Also ich habe eben angerufen bei euch in der Redaktion und die haben eine Anbeterin gesucht und die ist jetzt hier am Apparat. Ach, die haben eine Anbeterin gesucht? Ja, es ist einfach, also die haben gesagt, bleibt Moment, wir müssen mal da ganz ehrlich miteinander umgehen. Machen wir. Sie haben angerufen, um was hier zu sagen, und die Sendung ist scheiße und wir können nicht tragen. Und da haben die in der Redaktion gesagt, du kommst nur durch, wenn du Feuerstein anbetest. Das ist die Wahrheit. Herbert Feuerstein, Sie sind zum dritten Mal verheiratet und Ihre Frau ist 35 Jahre jünger. Und das, wo Sie selber von sich sagen, A, Sie lassen keinen in die Wohnung und B, sind neurotisch. Das habe ich richtig zitiert. Da bleibt ja nur, Sie müssen sexsüchtig sein. Das kriege ich jetzt zurück gleich. Das ist ein Song, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Heinz Rühmann hat ihn gesungen. Ja, ich kenne ihn, aber... Ja, über das, die Herzen der stolzesten Frauen. Der stolzesten? Ne? Ja? Ja, warte mal, ich sing's gleich für dich. Pass auf. Also erstens wird meine Frau jedes Jahr älter. Ne? Das ist also auch mal hier festzustellen.
Zum Zweiten kann ich nichts dafür, wenn mich gleichaltrige Frauen uninteressant finden. Ne? Das ist ja nicht meine Wahl. Ich bin ja nur, ich stehe ja nur zur Verfügung. Und das muss Opfer. Na, nicht das Opfer. Nicht das Opfer, ist nur zur Verfügung. Die wunderbarste Frau der Welt, aber sie ist also schon auch reifer als ich. Ne? Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Ich hab bei Frauen so schrecklich viel Glück, lach nicht mehr. Ich las, dass du geheiratet habest auf Anraten von Elfriede Jelinek. Richtig. Kannte die Grit oder hat die das allgemein gesagt? Nein, wir waren damals eigentlich recht gut befreundet. Das war noch vor ihrem Nobelpreis. Nachher hat sich da irgendwie die Spur verloren. Jetzt habe ich die ganzen Essige ausgeräumt und kriege sie gar nicht mehr. Kann ich helfen? So richtig, nein, um Gottes Willen, nein. Warte, es geht schon. Ups. Also sie hat gesagt, heirate oft. Die hatte nicht gesagt, heirate oft, sondern ich hatte damals immer so ein bisschen, wenn es ernst wurde in irgendeiner Beziehung, da bin ich immer nach Wien gefahren und habe die Elfriede, wir hatten da so ein ganz kollegiales, altes... Nein, überhaupt nicht, um Gottes Willen, nein. Ich doch nicht, das würde sich aber gut lesen in deiner Biografie, wenn da stünde, ich habe mal mit Elfriede Jelinek... Sie nennen ja Ihre Frau immer Ihre Witwe in vorauseilendem Glücksgefühl. Das ist ein liebevoller Scherz, weil sie ein bisschen jünger ist, aber sie wird jedes Jahr älter. So. Im Gegensatz zu Ihnen. Ehrlich, Nein, das ist die Infantilität, die täuscht. Ne? Also wenn ich hier rausgehe, bin ich ein Greis. Vergessen Sie es. Achten Sie denn sehr auf Ihre Gesundheit? Wie geht's Ihnen denn so? Sie sind ja auch nicht mehr der Jüngste. Quäl mich so durch das Leben und anders gefragt, freuen Sie sich schon auf den Tod? Wer hat jetzt hier so gelacht? Ist das jemand, der mich irgendwie kennt oder irgendwas weiß von mir? Wir haben heute eine Reisegruppe von Bestattern im Publikum sitzen. Ja? Ich würde also wirklich jederzeit meine Frau fragen mit gepackten Koffer und sagen, bitte, bin ich dir zu Last, ich gehe jetzt freiwillig ins Altersheim. Klar, das sagt sich jetzt alles ganz leicht und so, aber das meine ich so. Ja. Mhm. Hallo, ich gehe jetzt ins Altersheim. Du sprachst eben von Österreich. Du hast ja meinen Kumpel, den großartigen Bastian Pastewka, hast du ja regelrecht eingeladen. Und, das ist aber kein Österreicher. Ich habe ihn trotzdem eingeladen. Du hast ihm aber deine Heimat gezeigt und auch das Haus, in dem du lange gelebt hast, bis du 20 warst. Und ich muss hier nach Erftstadt kommen. Ja. Das ist nicht fair. Sag mal, als ihr dort wart, da spielte Musik auch eine große Rolle, ne? Und hier höre ich jetzt keine Musik. Also nein, hier läuft kein Radio und gar nichts. Überhaupt nicht, das könnte ich nicht ertragen. Mhm. Ich werde wahnsinnig, wenn Hintergrund irgendwie belangloses Gedudel ist. Das kann ich nicht ertragen. Aber Musik ist ein so wichtiger Teil deines Lebens. Ja, aber nicht als Gedudel im Hintergrund. Das heißt, du möchtest Musik im aktiv Konzert hören? Entweder im Konzert, gerne in der CD, und alles das. Nur ich möchte es wollen und ich möchte zuhören. Ich möchte es nicht irgendwo als Hintergrundrauschen haben. Wir bauen eine Stadt, heißt dieses Kinderstück von Paul Hindemith. Und ich war dabei, mir eine Stadt, nein, eine Wunschwelt in der Musik aufzubauen, mit Hilfe Hindemiths übrigens. Denn es war dessen zweite Klaviersonate, die ich für die Aufnahmeprüfung ins Mozarteum ausgewählt hatte. Ich besuchte inzwischen das Salzburger Realgymnasium, das vorletzte Jahr vor der Matura, wie man in Österreich das Abitur nennt, und parallel dazu das heute hochrenommierte Mozarteum, damals noch ein schlichtes Konservatorium. Ja. Talentierte Nachwuchskünstler. Oder hat man eine Kritik über dich geschrieben, ist das richtig? Auch, ja. Na, irgendwann kommt der Name vor. Ja, hier ist es. Nein, da ist er doch. Im zweiten Teil der Vortragsfolge setzten sich Hannes Schmeisser und Herbert Feuerstein für die russische Moderne ein. Das hast du ja sehr oft noch später. Ach so, richtig, das war ja ein ganzes Konzert. Das richtig, Serge Prokofjevs Sonate Nummer 1, Opus 80, bot den Instrumentalisten Gelegenheit, mit ihr mit Temperament verbundenes virtuoses Können zu zeigen. Früher waren wir schön und hübsch, nicht? Und jung, und heute sind wir nur noch und. Hast du mich eigentlich wiedererkannt?
Ja, aber sofort. Ich habe am Bildschirm gesehen und sofort wieder gekannt. Also das muss es sein, der Herbert. Ja, also du bist ja vom Schönling zu einer Art zu Cary Grant-Figur geworden. Also maskulin bis in die Knochen hinein. Ne? Und ich glaube, die Frauen sind immer noch verrückt nach dir. Sind die Haare gefärbt? Jetzt mal nein, schon ein bisschen grau und so. Ja. Aber nichts getönt, ist alles echt? Nichts getönt. Ja. Ich habe auch erfahren, dass du offensichtlich hier so ein wenig rausgemobbt worden bist. Ist das richtig? Das ist eine lange Geschichte und ich weiß auch gar nicht, ob ich die erzählen soll. Ich versuche sie abzukürzen. Richtig, du hast für das Linzer Volksblatt, glaube ich, eine... Wenn du eh alles weißt, warum fragst du mich dann überhaupt? Ne? Aus Sicherheitsgründen, ich muss das alles abchecken. Mein Gott, das ist ja wie ein Verhör, ein Kreuzverhör. Ob das alles zu Recht ist, das ist ja furchtbar. Du hast musst nachdenken, ich weiß, ich habe in einer fremden Stadt Kritiken geschrieben über deine eigene Aufführung. Ja, ich habe damals schon Kurzgeschichten geschrieben und war stolz, wenn die veröffentlicht wurden. Ich hatte so eine Feuilleton-Spalte in dem Linzer Volksblatt und so weiter. Und da habe ich natürlich auch Kritik geschrieben, aber eben unter einem anderen Namen. Da habe ich mich Robert Stein genannt, hatte auch viele Gründe und so weiter. Natürlich. Jedenfalls, ich bin dann vorgeladen worden beim Präsidenten. Ich wusste, dass das schief ausgeht. Dann auf seinem Schreibtisch, da lagen rot umrandet Kritiken von mir. Ne? Weil er gerade eine Oper geschrieben hat. Das hieß Rosini in Italien. Ich erinnere mich jetzt wieder an alles. Jetzt wird es wieder länger von mir aus. Und da hatte ich dazu geschrieben, der hat sich die Rosinis aus dem Kuchen gepickt. Und also, weißt du, diese Karlauer. Wortspiele, Wortspiele und so. Und da hatte ich dann von mir aus das abgefangen und dem Präsidenten gesagt, es ist wohl besser, wenn ich die Hochschule verlasse. Ne? Hörst du denn Radio? Eher selten. Denn inzwischen sind ja bei vielen Sendern auch die Nachrichten manches unterlegt mit irgendwelchen Musikbetten und so, das müsste dich ja wirklich. Ich habe eine schreckliche Vergangenheit auch. Ich habe ja mal so Blödelshows gemacht im Radio, unzählige Male. Ne? Peter Panik, ne, wirst du nie gehört haben, das ist das Wunderbare. Nie, glaube ich, nie hat in meinem Leben irgendjemand einer meiner etwa so 1000 Radiosendungen gehört. Ich habe das in deiner Biografie gelesen und habe festgestellt, dass ich wirklich, ich wusste nicht, wer Peter Panik ist. Ja. 1960 bin ich in mein viertes Leben gezogen nach New York. Zur Hälfte der Liebe wegen, als ich am Mozarteum eine amerikanische Austauschstudentin kennenlernte und wir beide am Ende ihres Salzburger Jahres zur Überzeugung gelangten, unser Leben oder ein Stück davon, wie sich später herausstellte, gemeinsam verbringen zu wollen. Der andere Grund aber war die Flucht vor dem Vater, der als Fremder in mein Leben zurückgekommen war und bis zu seinem Tod für mich ein Fremder bleiben würde. Jetzt aber, im Oktober 1960, war ich in New York angekommen. Nur wenige Wochen vor der Wahl John F. Kennedys zum neuen Präsidenten. Bei der damals noch recht rührigen deutschsprachigen Tageszeitung mit dem altmodisch gestelzten Namen New Yorker Staatszeitung und Herold hatte ich mir den idealen Job für das nächste Jahrzehnt geangelt. Anfangs als Hafenreporter, am Ende als Chefredakteur. Hast du die 60er Jahre voll ausgekostet oder aufgrund der New Yorker Zeit sogar eher verpasst? Wenn du jetzt die 68er Zeit meinst in Deutschland, die habe ich eigentlich verpasst. Ne? Als ich da gekommen bin, da war das schon vorbei. Da hatte also die haben mich auch nicht mehr akzeptiert. Ich habe auch da einen Fehler nach dem anderen gemacht. Ich erinnere mich noch, ich habe von der Kohle, die ich mir da so erspart hatte, mit meinen ganzen Berichten, ich hatte ja eine Zeitungsagentur von New York, das hat deutsche und österreichische Zeitungen beliefert und so. Und da habe ich mir, als ich zurückkam, ausgerechnet einen Jaguar gekauft, einen gebrauchten. Ne? Und das war mit der linken Szene absolut nicht angesagt. Ne? Die wollten also kämpfen, aber nicht irgendwie einen weißen Jaguar haben. Und das war ganz unschuldig. Ich war der Verlagsleiter von dem Bermayer Nickel Verlag, der Patton rausgebracht hat. Ne? Ja. Und da war das irgendwie da war ich einfach nicht akzeptiert. Aber es gab ja eine amerikanische Seite davon. Und die habe ich natürlich voll miterlebt. Ne? Ich dachte immer, du seist mehr so der Wohnungsmensch. Jetzt hast du ein Haus überhaupt und einen Garten. Nee, überhaupt nicht.
Ich hatte mal ganz früher da so in Bayern gewohnt, mit einem riesigen gemieteten Haus und Grundstück von 4000 Quadratmetern und einem Hang mit Froschteich dort gebaut und alles mögliche, Stufen eingelassen. Also ich liebe die Gärtnerei, ich habe die immer wahnsinnig geliebt. Ich habe mich dann lange Zeit vor dem Garten geschützt, weil ich dann gar nichts mehr anderes gemacht habe. Ne? Der Verlag hat sich dann aufgelöst, war eine spannende Zeit. Ich hatte ja mal einen Bestseller sogar landen können. Ne? Da war ich zum ersten Mal auch in den Nachrichten im Fernsehen da, als irgendwie der, das war Groupie hieß das, das war so ein Roman eben von der Hippie-Kultur und so weiter. Ne? Die hatte ich ja noch damals in, ich hoffe, man holt uns jetzt nicht ab. Ja, ne? Doch, ist für dich. Doch, ist für mich. Ich hatte ja damals noch in Los Angeles, in San Francisco, ich war ja da überall auf den Spuren der Blumenkultur, ich war ja damals als Rundfunkreporter unterwegs und so Zeugs. Ne? Aber um zurückzukommen auf die Zeit dann in Deutschland. Es hat sich ja sehr schnell gedreht. Ne? Der Verlag hat dann so langsam zugemacht und ich hatte das Angebot bekommen, im Mad zu machen. Und das war damals irgendwie so ein kleines, lieblos gemachtes Magazin und so. Und der Redakteur, der war irgendwie faul und hat das nie pünktlich abgeliefert. Und, wir sind derzeit die drittgrößte satirische Zeitung in Deutschland. Welche sind größer? Bild. Naja, und der Spiegel natürlich. Ja, das ist egal. Wissen Sie, was so schön ist bei Ihrer Zeitung? Man hat keine Hemmungen zu sagen, es ist die größte, es ist die tollste, es ist die auflagenstärkste, es ist die beste. Weil man muss ja dann sagen, blöde Zeitung, nicht? Und niemand anderer würde damit konkurrieren wollen. Mit blöd meine ich jetzt also bewusst, quatschig, Nonsens. Gibt doch niemand sonst, der sowas macht, oder? Nein, nicht unbedingt. Wobei ich aber darauf hinweisen muss, dass wir ja das amerikanische Mad hier vertreten. Also wir haben ja ein großes Vorbild. Wir sind ja nicht so eigenständig. Sie sind eine Lizenzausgabe, habe ich mir sagen. So wie das deutsche Fernsehen eine Lizenzausgabe des amerikanischen Fernsehens ist. Ja, so ungefähr. Das war ursprünglich mal so ein Horror-Magazin und da gab es diesen wahnsinnigen Verleger, den Bill Gaines. Und der hat, als dann die ganzen Jugendschutzbehörden und die Elternvereine und die Frauenvereine gekommen sind und protestiert haben dagegen, hat aus dieser ganz wilden Horror-Satire eine richtige Satire gemacht. Und daraus ist das Mad entstanden. Ne? Ich hatte mal alle diese Nummern von Nummer 1. Ich glaube, das erste war 1959, 58 oder sowas. Ne? Als ich eingestiegen bin, da war das Mad eine blühende Sache. Also ich habe das ja geliebt. Das war ja meine Zeit für New York. Ich habe die wahnsinnig gelesen. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich das mal machen würde. Ne? Das war auch einer dieser Zufälle. Du hast es 20 Jahre gemacht in Deutschland, von den Anfang der 70er bis Anfang der 90er. Bis 92 dann, ne? Bis dann eben dieses Fernsehen, wo ich dachte, das ist erstmal ein bisschen spannender, wurde auch, obwohl schlechter bezahlt wurde, muss ich sagen. Ne? Also mit Mad hatte ich ja da ein tolles Leben. Ne? Ich war ja beteiligt und wir hatten ja die Taschenbücher und die Umsätze und so weiter. Till Eulenspiegels lustige Streiche als Illustration meiner Mad-Zeit. Obwohl seine Streiche ja gar nicht so lustig waren, weil sie mit seiner Hinrichtung enden. Ich hingegen war mit einem Tritt in den Hintern davongekommen, verbunden mit einer neuen Bedrohung, die mich noch eine ganze Weile begleiten würde. Existenzangst. Alle möglichen Nebenjobs riss ich mir unter den Nagel, vom Spielverleger bis zur Muse des Schmuddelkrams als Lektor sogenannter erotischer Literatur, wie man Pornos damals nannte. Ich hatte Mad anfangs wohl nicht richtig ernst genommen. Trotzdem bin ich mit meinem ersten Heft auch heute noch zufrieden. Es war technisch stümperhaft, enthielt aber doch schon die erste Spur meiner Handschrift. Fragen Sie Alfred, eine Ratgeberkolumne unserer Galionsfigur Alfred E. Neumann, dem zahnlückigen Grinsemann, der im deutschen Mad vom ersten Heft an jedes Titelblatt mit seinem Antlitz zierte, im amerikanischen sogar, seit dem Jahr 1955. Kannst du dich denn erfreuen an so einer einzelnen Hibiskusblüte hier? Freust du dich dann? Ja. Also nicht so toll, aber ich freue mich, klar. Mhm. Willst du denn mit irgendwas sagen? Ja. Was denn? Dass ich mir doch keine Sorgen um dich mache. Ich dachte erst, das sei ein bisschen schwierig, dass du vieles so
so in Grautönen siehst. Aber wenn du dich an Blumen erfreuen kannst, mache ich mir keine Sorgen mehr. Manchmal bist du so düster und... Ja, ja, klar, ich bin düster. Ich bin ein Prophet der Düsternis. Aber da kann man sich doch an ein Blümchen erfreuen. Da kann die Schöne ja nichts dafür. Ja, sicher, der Dämon des... Was bist du? Des Grauens. Ja, das bin ich alles persönlich. Ich, ja. Schau draußen, siehst du mein Spiegelbild? Na, das ist alles hier so ganz seltsam. Nach Carpaccio, dann Cappuccino. Grazie. Noch Cappuccino, Don Cappuccio. No. Hallo, grazie. Spartacus. Facci, stopp. Schön, Sie wiederzusehen, Spartacus. Was für ein kühner und lustiger Auftritt. Ah, ja, ja, ja. Schön, auch Sie wiederzusehen, Fuji Hachimoto. Hallo, Inka. Mamma mia! Hast du Nachricht vom Paten? Oh, meine Bambinis. Das schickt euch der Pate. Wenn wir Spartacus zusammen gemacht haben bei der Wochenshow, das waren alles komplett durchgeknallte Situationen. Die waren so absurd und so von einem anderen Planeten. Ich sehe mich da hochschwanger stehen mit so einer beknackten Palmenfrisur. Du hast übrigens nie gesagt, dass ich beschissen aussah. Danke. Und da sehe ich uns beide. Und du bist der Stuntman und behauptest, du könntest jeden Stunt der Welt. Du seist der Mutigste und Kühnste. Und du hast so viel gelacht, auch über Fuji, über deinen Assistenten. Und das passt nicht so ganz. Ich versuche das nur zu verstehen. Das passt nicht so ganz zu diesem Bild, das du jetzt vermittelst. Ja, aber irgendwann ist man froh, wenn Sachen abgeschlossen sind. Und dann will man das wissen. Aber dann ist auch, weißt du, das passt nicht zueinander. Ich sehe dich ja laut, geradezu brüllend lachen. Also langsam tut es mir ja leid, dass du nicht die Biografie geschrieben hast, sondern ich, ne? Gut, dass es keine Faktenprüfung als Voraussetzung gibt, seine Biografie schreiben zu dürfen. Denn dann müsste ich jetzt schon aufhören. Sich erinnern heißt erfinden, hat einmal ein kluger Mensch gesagt. Und das stimmt. Ich kann nicht. Du fragst, wenn ich das zum Kaffee? Ich darf nicht. Was für Anfang. Bürsten gehört nun mal zur Natur der Bären. Wenn er das nicht kriegt, wird er leicht zickig und brummig. Klingt vernünftig, Feuerstein. Mhm. Aber wie oft muss denn der Bär gebürstet werden? Tja, das ist verschieden von Bär zu Bär. Manche brauchen das einmal im Monat, manche brauchen das einmal in der Woche, manche brauchen das sogar mehrmals am Tag. Schmidt, so wirst auch du zur Erde. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Du Feuerstein, pass mal auf, du musst ein bisschen präziser machen, weißt du? Du musst sagen, so wirst auch du Erde zu Erde. Dann nimmst du die Schaufel, dann wirfst du und dann sagst du Asche zu Asche, weißt du? Nicht alles so durchmachen, sondern einfach ein bisschen, ich hab das auf der Fläche. 53 war ich im Dezember 1990. Zur ersten Schmidt-Einander-Sendung und damit alt genug, um mich 12 Jahre später mit 65 ohne Entzugserscheinungen von diesem Genre zu verabschieden. Das mit seinem enormen Multiplikationsfaktor zum Größenwahn geradezu einlädt und aus Mücken keine Elefanten macht, sondern Riesenkraken mit 20 Meter langen, klebrigen Fangarmen. Schmidt als Partner. Freilich geriet ich nicht mal an den Rand dieser Versuchung. Du bist ein Laie? Eine Niete? Du wirst deine Texte vergessen und auf allen Linien versagen, flüsterte er mir vor Beginn jeder Live-Sendung hinter dem schwarzen Vorhang zu, während die Musik des Vorspanns schon lief. Sekunden vor dem Auftritt. Danke, Chef, sage ich nachträglich. Damals hätte ich ihn lieber auf der Stelle geköpft. Warum bist du eigentlich kein Familienmensch?
Ich hatte das nie. Es war eigentlich nicht drin. Also ich hatte zwei Geschwister, die aber in einem neunjährigen Abstand nach unten und nach oben von mir entfernt waren. Also es war auch die Zeit nicht. Ne? Ich bin ja noch ein Weltkriegskind und hatte damals, meine Mutter war gerade schwanger im Jahr 1945. Das war alles ein bisschen arg turbulent und schwierig und sowas. Und ich hatte immer so die Vision, dass ich mich selbst gezeugt hätte, ne? Dass ich also irgendwie irgendwo durch Zufall entstanden bin, ohne Eltern und so. Ich hatte kein gutes Verhältnis. War alles ein bisschen verquast und ein bisschen schwierig und ist auch nicht besser geworden im Laufe der Zeit und sowas. Ich bin ein Fan eurer Sendung. Ehrlich? Mhm. Deswegen hast du montags Wenn ich vor. Ganz ehrlich bin, nicht so sehr von dir, also dich mag ich schon auch, aber oh. Herr Feuerstein ist ja. 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 Schon wieder. Immer mit dem Das können eine, wir ja schneiden eine hinterher. Eine Liebe für Herrn ist Feuerstein. Ist recht, Margarete. Zum Geheimnis. Ja. 4 Jahre später. Er sagt immer, wir stören. Moment, es stört mich bitte nicht. Nicht wir kratzen. Also, was? Sie haben. Das auch nicht. Das Geheimnis hat mit mir zu tun. Ich bin die Einzige, die Ihnen zuhört, Herr Feuerstein. Das Gefühl habe ich auch. Das Geheimnis hat mit Ihnen zu tun, ne? Ja, mit mir zu tun, meine ich. Ja, mit Ihnen, total. Ja. Ihr könnt was ausziehen, dann gibt's Punkte. Sie wissen gar nicht, wie nah Sie dran sind. Sie wissen gar nicht, wie nah Sie dran sind, Herr Feuerstein. Ja, unsere erste Zusammenarbeit gab es bei der Rateshow Psst. Hochkalibrig besetzt mit Elke Heidenreich, Marile Milovic und Ingolf Lück. Und von der ersten Minute an war das Verhältnis klar. Schmidt quälte und benachteiligte mich nach Strich und Faden und ich schrie mich heiser vor Wut. Bald aber zog das Gerücht durch den Sender, Schmidt würde einen eigenen Programmplatz bekommen. Was kabarettistisch-experimentelles im dritten Programm. Versuchen Sie, sich an ihn ranzumachen, riet mir ein Redakteur vom WDR. Ihr habt ja so ein ganz spezielles Verhältnis. Tja, diesen Rat habe ich befolgt. Hallöchen. Schön, dass Sie uns eingeladen haben. Sie sehen einfach hinreißend aus. Und Ihr Kleid ist ja stoffgewordene Sünde. Dürfen wir uns setzen? Bitte. Die Rose der Rose. Der edle Tropfen dem edlen Geschöpf. Geben Sie sich keine Blöße durch zu vieles und unnützes Reden, sondern lassen Sie lieber Ihre Augen sprechen, Ihren Charme und Ihre Ausstrahlung. Und damit bleiben Sie begehrenswert. Ganz schön heiß hier. Eine Hitze, die nicht nur vom Kaminfeuer kommt. Manche Frauen mögen Männer mit Haaren auf der Brust. Manche mögen es lieber glatt. Wir haben beides. Erlaubst du, dass wir es uns ein bisschen bequemer machen? Wir sind gleich wieder zurück, meine Liebe. In meinem Buch habe ich mich natürlich ausgiebig mit Schmidternahme befasst. Von unserem großen Krach im Kostüm von Max und Moritz über den mysteriösen Auftritt von Dieter Thomas Heck, der abmarschierte, bevor er ein Wort gesagt hatte, bis zur für mich doch recht überraschenden Ankündigung Schmidts, Schluss zu machen. Manche Frauen mögen es sanft und zärtlich. Manche mögen es lieber hart. Wir haben beides. Liebe Töre, du duftest. Und riechen tust du auch so gut. Spürst du den zwingenden Drang der Leidenschaft? Bist du erregt? Bist du geil? 3 Preise habe ich im Zusammenhang mit Schmidternahme bekommen. Den ehrenwerten Grimme-Preis vom ehrenwerten Grimme-Institut. Den goldenen Bambi aus dem Hause Burda. Für meine Leistung im Dienst der Spaßgesellschaft. Und zuletzt den Ehrenpreis der Fernsehcomedy 2010. Als vorzeitige Grabbeigabe. Einen 4. Preis verleihe ich mir jetzt selber für den besten und mutigsten Einsatz zur Rettung von Tieren im Fernsehen. Ja! Ah! Jetzt mach wieder zu. Ich glaube, es reicht. Wieso? Mach wieder zu. Du komm, die kommen alle für mich. Mach jetzt wieder zu. Mach doch zu. Bitte, komm. Mach zu! Jetzt schon. Das ist sinnlos. Das ist ja so echt abgefallen. Das ist jetzt abgefallen. Toll! Ein toller Augenblick! Das war ja, du solltest sofort zumachen! Ein toller Augenblick! Die Fliegen sind frei und ich
bin damit in meinem achten Leben, schon jenseits der Jahrtausendwende. Wenn ich vorhin geprahlt habe, ich sei so wunderbar locker nach dem Ende von Schmetternander der Fernsehwelt wieder entglitten, so war das eine nachträgliche Idealisierung. Denn fast ein Jahrzehnt habe ich mich auch noch hinterher daran festgekrallt. Ich galt ja jetzt als Promi. Ein Skorpion, der hier an meinem Finger hängt, ne? Ich bin so wahnsinnig mutig. Ich bin eigentlich wahnsinnig, ne? Ein schneller Stich und es wäre jetzt das Ende. Blongmi, Feuerstein, Makem, Ding, Blong, Smallbox, Lukem, Real, Blong, Vanuatu. Ich weiß auch nicht, warum ich sowas mache. No. Wenn ich auf meine Mutter gehört hätte, wäre ich jetzt Schneider und müsste nicht. Ich sehe in einem rechten Auge nichts mehr. No? Und alles war auf einmal ganz leicht. Unzählige Rollenangebote. Von gute Zeiten, schlechte Zeiten bis zum Knastbruder im Polizeiruf. Es war wie damals, als ich aus den USA zurückkam. Er war ja 10 Jahre in New York, hieß es. Wenn sich jemand nach meiner beruflichen Qualifikation erkundigte, jetzt sagte man, er ist ja im Fernsehen. Und wer im Fernsehen ist, muss wohl alles können. Plötzlich regnete es Angebote von Film und Theater und wissen Sie was? Schamlos nahm ich fast alles an. Einmal war aber auch was ganz Besonderes dabei. Premiere von Johann Strauss Operette Die Fledermaus letzten Samstag am Leipziger Opernhaus. Ein Spiel um Beziehungsverwirrung, Intrigen und gesellschaftliche Eitelkeiten. Das Regiekonzept von Ruth Berghaus zeigt deutliche Anspielungen auf Krieg und Militarismus. Herbert Feuerstein, Prügelknabe von Fernsehmoderator Harald Schmidt, gibt sein Operettendebüt als Gefängniswärter Frosch. Ich sehe dich so hinter der Tür stehen und hoffen, dass die Nachbarn vorüberziehen. Ja? Dass sie nicht klingeln oder du rufst dann ganz leise, ich bin nicht da, ich bin nicht da, damit du kein Gespräch anfangen musst. Wie passt denn das zu jemandem, der auch als Fernsehgestalt. Ach, die Fernsehgestalt, weißt du, das ist ja auch. In keinem Fall damit umgehen soll, aber für mich ist das nicht echt. Ich habe das mehrfach gesagt und bekundet und inzwischen schriftlich gemacht. Ich bin kein Schauspieler, ich muss bei mir selber bleiben, wenn ich Glück habe. Fällt für mich etwas ab, was ich ausfüllen kann und daraus kann man auch eine Stärke machen, indem man von vornherein sagt, der erste Dreh muss stimmen, man darf nichts wiederholen, ich bin einfach so und lass mich so machen. Brennend heißer Wüstensand. Da, 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 da. Da, 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 da. Ha,
gefällt mir nicht. Nein, das ist großartig. Bist du nicht unsicher? Ich sag das. Ich krieg die Wacke. Du kannst auch aussteigen. Wir können auch in Koblenz landen und dich absetzen. Das ist auch eine sehr gute Idee. Ja. Nein, ernsthaft. Aber wir müssen entschuldigen. Krieg das gar nicht geregelt gerade, ernsthaft. Ehrlich? Nee, es ist sehr anstrengend irgendwie, das wackelt und ich merke auch genau, dass ihr da vorne das im Griff habt. Ja, dann wollen wir lieber zurück, meinst du? Ja, von mir aus sehr, sehr gerne, ja. Gut, dann gehen wir zurück. Ja, alles klar. Wir sind gleich wieder da. Ja, ja. Zurück geht's ja auch schneller, weil wir haben ja einen Wind, ne? Der ist ja... Wind von hinten. Everybody's doing fine. They're just holding on. Oh, do I hold on? Yes. Okay. Yeah. Holding on. We're going to find somebody. Oh, shut up, Teddy. Das nützt nichts, wenn du auf mich einredest. Ich soll mich da festhalten. Ich halte mich sowas von fest. Oh Gott, jetzt sollte man nicht mehr runterschauen. Ne? Bist du ein Controletti? Ja, absolut. Ich habe deswegen sogar einen Flugschein gemacht, weil ich einfach nicht zulassen wollte, dass da vorne jemand sitzt, der mich steuert. Kriegst du noch? Nicht mehr, nein. Ich bin ja nun, habe ja nun große Erlebnisse gehabt, ne, mit so Sternstunden, mit dem Basti mal geflogen, da von Bonn aus, ne. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht zu verantworten habe, hat er ja gekotzt, ne, oder hat so getan, als würde er nur runter, da wollte er einfach nicht. Ja, ne, und eine Schwangerschaft, ja, also da ja, kam einiges zusammen bei ihm. Er war nicht schwanger, nee. Ach so, nein, ja dann. Nein, das war eben so befremdlich alles. Nein, ich liebe den Basti. Weißt du, ich liebe ihn ja für eine ähnliche Eigenschaft, die bei dir neben anderen Eigenschaften drinsteckt. Ne? Es ist ja nicht nur die Neugier, die unschuldige Neugier, die ich bei dir immer so sehe, sondern mit Basti hast du gemeinsam diese Perfektion und... Ich gehe immer davon aus, wenn jemand auf Perfektion aus ist, dass dahinter Selbstzweifel lauert. Ja? Wenn du hier runterspringst, das ist hier diese Rampe da, das ist so ein Vorsprung hier vorne. Mhm. Und da geht es direkt runter auf die Straße und so. Es geht senkrecht runter, man ja, landet auch. Wenn du aber jetzt so runterspringst, ne? Was siehst du denn da die ganze Zeit? Salzburg. Und ist es schön? Ja. Und ist es ein schönes Bild von Tod? Du springst ja nicht so, dass du noch aufrecht guckst. Das macht doch kein Mensch. Na doch, doch. Hier schon. Aber das schafft ja keiner. Jeder springt doch wahrscheinlich. Ach komm. Das heißt, du siehst als allererstes, wenn du runterspringst, die Verkehrsinsel. Ich würde persönlich übrigens noch gucken, was dieses Boot da macht, was sich da die ganze Zeit in der Mitte im Kreis dreht. Das hat gerade die eine Seite erreicht und die andere zurück. Irgendwie ist das Thema Tod nicht für dich so präsent, ne? Nein, ist es für dich präsent? Immer. Also für mich hat der Tod einmal eine ästhetische Bedeutung, aber das können wir weglassen. Tod und Sex. Warum hat der Tod für dich eine ästhetische Bedeutung? Weil besonders starke Eindrücke sich für mich irgendwie so ein bisschen in eine Todessehnsucht verwandeln. Jetzt höre ich aber damit sofort auf, weil das wird mir selber unerträglich. Lassen Sie über Sex reden. Gut. Okay. Fang an. Hast du schon mal hier oben gestanden und über den Tod nachgedacht? Nein, aber ich hatte hier oben meinen allerersten Sex. Ich glaube so mit 12 oder 13. Du hattest deinen allerersten Sex hier oben? Hier oben, ja. Da hinten. Kann ich dir die Stelle zeigen, da wo die Bank ist. Hast du eine Freundin mit dabei und hast gesagt... Nein, ich war allein. Wenn du so ein Controletti bist, dann bedeutet das auch, dass du entscheiden möchtest, wie lang dein Leben ist? Ah, wir sind ja... Weißt du, wenn ich mit dir so umsetze, weil du ja irgendwie für mich ein Kind bist, ne? Denke ich mir, ich bin ja auch unsterblich oder sowas und ich bin da so in deinem Rahmen eingebunden. Aber ich bin ja, wenn man das sieht, tot. Warte nur, ruhest du auf. Warte nur, warte. Und ich finde, ich propagiere jetzt nicht irgendwelche plumpen Selbsttötungstheorien, aber ich finde, dass es zur Würde des Menschen gehört, wie es im Grundgesetz steht, dass man
als einziger wirklich das Recht hat, über sein Leben zu bestimmen. Also ich habe natürlich alles das gemacht. Da die Patientenverfügung würde ich dir auch, würde ich allen raten. Ne? So was sollte man haben, wenn man nie weiß, was passiert, dass man plötzlich nicht mehr vom Verstand ist. Uns wird ja, meiner Generation wird ja eingetrichtert, ne, dass man sowieso eigentlich spätestens mit 80, das ist also in 2 Jahren von jetzt, wir sind im Jahr, ich muss das mal sagen, ne, weil das weiß ja nicht, vielleicht habe ich Pech und werde viel zu alt noch, ne. Wir sind jetzt im Jahr 2015, im Januar, und die Angst, irgendwo nicht mehr mitdenken, mitmachen zu können, ich mache damit eine wirklich wunderbare Frau, völlig verrückt damit und überfordere sie auch, ne, weil ich immer da und dort Mechanismen sehe, jetzt weißt du das nicht mehr, jetzt hast du das vergessen, ich habe Orientierungsschwierigkeiten und sowas also und was immer. Mein Leitmotiv ist nur die Neugier. Würde ich eine Sache immer konsequent weitermachen, hätte ich jetzt den Nobelpreis in dieser einen Sache. Aber das hat mich nie interessiert. Ich wollte immer irgendwas Neues und anderes. Ja, aber was soll ich machen? Soll ich Bach-Orgelkonzerte geben? Oder, ich frage nur, ob du das Bedürfnis hast. Das weiß ich ja nicht. Nein. Also ich stehe auf und leide unter meiner Existenz. Ja, du leidest doch überhaupt nicht. Aber du sagst das immer. Das hast du dir zurechtgelegt. Du stehst ja nicht das auf. Das hast du dir zurechtgelegt. Aber das hast du dir überhaupt nicht. Ich habe mir nicht zurechtgelegt. Natürlich. Nein, das zweifelst du nur an. Nein. Ach komm, du hast mir mindestens, du hast mir zum Beispiel schon 2 Jahre nach dem Beginn von Schmidt einander versprochen, dass du dich umbringst. Das war ein ständiges Thema. Ich bin so suizidgefährdet. Nichts ist passiert. Wirklich. Jetzt weiß ich was. Was? Du willst, dass ich ins Wasser springe. Du willst, das würde ich dir nicht umbringen. Du willst, dass es so endet, dass ich das kleine Team, schau. Kamerateam, bla. Na, du bist nicht wirklich verzweifelt. Wenn das Polizeiboot weg ist, dann mach ich das. Du bist nicht wirklich verzweifelt. Du hast andere in die Verzweiflung getrieben. Das habe ich nicht. Doch. Nein. Macht es dich traurig zu wissen, dass... Oder macht es dich traurig? Kann man mich ja auch fragen. Ob das einen traurig macht zu wissen, dass man irgendwann nicht mehr ist? Erfüllt dich das mit Traurigkeit? Nein, mit Erleichterung. Also... Mich schon. Also jetzt gerade, wenn ich mir vorstelle, ich würde sterben, das würde mich sehr traurig machen. Ich würde so, es gibt so viel, was ich nicht verpassen möchte, was ich noch machen möchte. Ich habe das mal in den Anfängen der Pubertät so gehabt. Ne? Da hatte ich irgendwie so eine damals auf Leben und Tod bestehende Operation. Da wurde eine Niere entfernt aus irgendwelchen Gründen und so weiter. Und da hatte ich da auch diese Visionen, das Leid zieht man auf sich, fast messianische Gedanken und so irgendwas. Was man halt, wie man halt in der Pubertät da so drauf ist. Ne? Ich sehe dich auf einem Friedhof und ich denke an 2 Sendungen, an denen du teilgenommen hast, nämlich Genial daneben, Was bin ich? Mhm. Was bist du, Herbert? Oh Gott, jetzt stellst du Fragen, ne? Wahrscheinlich soll ich gleich in den Wo wenn nicht hier? Ne? Wo wenn nicht hier? Naja, was bin ich? Weißt du, irgendwie erübrigt sich die Frage bald, weil es wird dann draus, was war ich, ne? Mhm. Man kokettiert ja dann schon so ab 50 mit den Grabsteinen. Da habe ich mir auch schon gedacht, da mache ich einfach ein Fragezeichen drauf. Ich weiß es nicht. Wenn du irgendwie Rollen meinst, dann waren das sicher auch irgendwie so kleine Dinge. Man möchte ja alles im Leben irgendwie sein. Ne? So ein bisschen Superman mal da, dann wieder der totale Loser dort. Und dazwischen bewegt sich das Ganze. Du könntest aber auch Rundbrückstäbchen sein. Du könntest aber auch der beste Stuntman der Welt, Spartacus, sein. Das könnte alles auf deinem Grabstein stehen. Das könnte, ja, aber dann müsste der Grabstein also relativ lang werden und ich finde das auch unsinnig. Also ich glaube, ich bleibe beim Fragezeichen. Rumpelstilzchen ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ne? Dem sehe ich mich ziemlich verwandt. Ne? So, ja. Und du siehst auch noch immer so aus, obwohl du gar nicht mehr... Gleich sage ich dir, wie du aussiehst, aber da ist was dran. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich sehe das Leben als eine doch sehr wichtige Sache an. Es ist... Ich weiß aber auch, es ist meine einzige Möglichkeit. Ich habe kein anderes zur Verfügung. Ich kann nichts ändern. Ich kann auch nichts wechseln. Ich will es auch durchstehen. Aber ich will dann, wenn es mir überdrüssig ist, auch sagen, so Leute, es ist Schluss. Ich versuche gerade die ganze Zeit, meinen Hausarzt zu überzeugen, ne? Dass er mich nicht da erstmal in die Schweiz schicken muss und endlich diese verdammten Sachen. Ist ja so einfach. Du brauchst ja nur die entsprechende Dosis von den wunderbaren Dingen, mit denen man Tiere einschläft. Ne? Und das geht dir dann so gut und es ist so sanft. Und warum weigert sich dein Arzt? Naja, ich bin jetzt schon in der Schlussansprache und die beginne ich mit der Erinnerung an die Fledermaus. Damals an der Leipziger Oper begann sie mit so viel Angst und Unsicherheit. Doch genau die Fledermaus war es, mit der alles
dann doch noch ein gutes Ende nahm. Denn 7 Jahre später holte mich für die gleiche Rolle Helmut Lohner an die Kölner Oper, der schon seit Jahrzehnten als der populärste Froschdarsteller überhaupt gilt, mit seiner geradezu artistischen Darstellung wie ein echter Alkoholiker erst im Suff nüchtern wird. Neben vielen musikalischen Gassenhauern hat die Fledermaus auch komödiantische Sprechszenen zu bieten. Ein Highlight, der Auftritt von Gefängniswärter Frosch, gespielt von TV-Star Herbert Feuerstein. Und der nimmt hier erstmal die Kölner Politiker aufs Korn. Gibt's bei denen Politiker-Gymnastik, ne? Hand aufhalten, zurücktreten, aussitzen. Und bei dieser Fledermaus bleibe ich auch zum Abschied als Nachholbedarf. Denn in Köln habe ich die Musik nie vollständig zu hören bekommen, da ich nur im dritten und letzten Akt in Erscheinung trat. Wenn die Vorstellung um 19.30 Uhr anfing, war ich noch zu Hause. Erst am Ende des zweiten Aktes musste ich fertig in meiner Garderobe sein. Da war die Ouvertüre schon vor 2 Stunden verklungen. Dafür beschließe ich jetzt mit dieser zeitlos beschwingten Musik meine Sendung. Vorher hinterlasse ich Ihnen noch 2 Grundregeln. Das Leben ist ein einziges Abschiednehmen als mein Leitmotiv. Es ist einmal im Leben so, allen geht es ebenso. Gerade der allerschönste Traum bleibt nur Schaum. Und für uns alte Lateiner deklamiert im Hexameter, wie er sich gehört, hier noch das Motto für mein Lebenswerk. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Es kreisen die Berge, aber geboren wird eine lächerliche Maus. Heute ist der 15. Januar 2015. So gern hätte ich das Sendedatum gewusst. Naja, vielleicht auch lieber nicht. Aber danke, dass Sie mir noch einmal zugehört haben. Tschüss. Ja, und jetzt rein mit der Fledermaus gleich, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir leben noch ein bisschen, ne? Mhm. Also jedenfalls jetzt noch so die nächsten Feuer und so. Tolles Feuer, oder? Das ist ein Wahnsinnsfeuer. Guck mal, und der obere brennt jetzt auch. Ja. Hat doch gar keinen Sinn. Das ist aber, schau mal, das ist das Efeu, ne? Das Efeu, das in der Hölle schmort. Und da gehört's hin. Warum starrst du mich so an? Das ist Totenstarre. Feuerstein. Ja? Wie heißt das Wort? Leichenstarre. Was habe ich gesagt? Es war der letzte Gag der Sendung. Ja? Es heißt Leichenstarre. Ich liebe auch die diese ganz besondere Hitze, die von da kommt. Ist das nicht toll? Ja, das ist eigentlich so, dass Paläologische in uns, ne, dass wir in der Urzeit vor dem wärmenden Feuer sitzen und ein Mammut essen oder sowas, ne? Das übrigens wirklich. Also wenn wir uns darauf einigen können, dass es darum geht, gemeinsam ein Mammut zu essen. Ja. Dann würdest du wieder Fleisch mit essen. Mit der ganzen. Wer könnte das denn sein? Du kennst doch niemanden. Nein, das kann doch niemand sein. Oh Gott, ist der Sensemann. Sag ihm, ich noch hab nicht, noch noch zu nicht. Tun. Ja, ja. Tschüss, Schmidt. Tschüss. Und vergiss nicht, das Licht auszumachen. Nee. Danke.